Okay, das erste Upgrade ist kostenlos. Jetzt weil ja gar nicht so viel gesagt, aber hier drin können wir uns wunderbar aufladen und ein bisschen rumchillen. Weil Kiendeutsch haben wir noch bekommen. Langsam ist auch das Schiffsinventar voll. Ja, ein bisschen Iridium mitnehmen. Das ist recht nützlich, sage ich mal, weil es recht teuer ist und für irgendwelche Bauteile brauchen wir das dann irgendwann eh. Glaube ich jedenfalls, dass es recht teuer ist. Und da oben. Naja, 96 pro Einheit. Können wir ZN finden? Ja, auch. Machen wir das doch mal. So, scannen wir die Tierchen da. Das ist aber weit weg, das Zittern. Okay, wieder zurück dahin. Dann können wir uns schnell komplett aufladen. Was immer sehr gut ist. Auf dem Weg natürlich noch gleich ein bisschen was scannen. Ein bisschen Geld machen, weil das nächste Teil, was wir finden, das wird uns 10.000 Credits finden. Kosten. Und das ist schon eine Menge. Ja. Der Giftschuss nimmt auch sehr schnell ab insgesamt. Ich bin hier aus meinen. Ja. Mal ein bisschen. Nee, nur wenn wir draußen sind. Okay. Ich würde gerne hier bleiben. Das ist so eine schicke kleine Absprungkapsel. Mollig warm drin. Wunderbar. Und wie Eisen haben wir denn? 102. Kann man. Keine Platten. Kosten die denn noch 50? Raumflugantrieb. Ich weiß gar nicht, Boost und bei Bedarf. Okay, brauchen wir auch Iridium. Muss dann auch irgendwann meinen. Okay. Das ist eigentlich noch weg, das Schiffchen. 5 Minuten, ne? Das ist gar nicht mehr so lange. Gut, machen wir uns auf den Weg. Genau hier ist ZN, wunderbar. Oh, ich dachte schon, ich sterbe wieder. Auf jeden Fall ein ganz schön langer Weg bis dahin, ne? Ja. Es ist nicht schön, dass der abnimmt. Was ist das da? Isanit, fortschrittlicher Minenlaser fordert mich. Oh, cool. Oh. Cool. Dass ich das leider nicht abbauen kann, aber gut zu wissen, dass es da jetzt auch Upgrades für gibt. Wahrscheinlich muss ich da. Ah, okay. Das sind wahrscheinlich auch diese Upgrades, die dann die Abbaufähigkeit verbessern. 80%. Tja. Da drüben könnte es Höhlen geben. Was gibt's da? 2 Minuten. 4 Minuten. Gucken, ob ich hier das Lebenshaltung Gefahrenschutz aufladen mit Titan.
Okay, das können wir dann machen. Relativ weit unten ist. Scannen wir erstmal. Da ist Tamium. Das ist am wichtigsten. Können wir auch ein bisschen rennen, wenn wir wieder welches finden. Und da hinten. Da ist noch ZN. Zink. Da ist noch mehr Tamium. Oh, richtig viel. So, dann haben wir mal hier versucht, das so aufzuladen. Gefahrenschutz F. F. Ah, ein Stückchen. Nicht das höchste, aber. So, dann war hier drüben. Bei diesem Teil. Ich doch eben. Kisten und Zeug gesehen. Aber okay. Aufladen. Aufladen. Ich hoffe, jetzt haben wir noch Zink übrig. Ja, okay. Muss die Lebenserhaltung aufladen. Ein bisschen nervig. Gut. Und jetzt können wir auch mal wieder scannen. ZN gibt es da drüben. PT, PU, genau, da war. Da ist auch noch TH, das nehmen wir auch noch mit. Das PU. PU für Plutonium. Nein. Och, doch, Plutonium heißt das ja hier. Ablenkung, das ist aber wahrscheinlich für, ja, für das Schiff. Dann können wir wieder ein bisschen mehr rennen oder länger rennen damit. Gut. Ich weiß nicht, ob wir erst dahin sollten oder erst dahin. Ich weiß nicht, was es da gibt. Ob das ein Haus ist oder. Was hier sogar ruhiger. Ich bin hier ein Schiff lang geflogen. Was ist das da? Das ist kein Haus, also lohnt sich nicht dahin zu gehen. Titanoxid, fortschrittlicher Mining Laser, fortschrittlich. Oh nein. Also auf dem Planeten gibt es einiges, würde ich sagen. Chrysanit und Titan in Dingsform, in so. Pixie-Form. Dass das Ding Schaden macht, zeitigen wir es mal. Da oben ist TH, wie ich sehe. Titan, achso, das war das, was da angezeigt wurde. Mal ich mal ein bisschen rennen hier. Jetzt so viel Energiezeug gefunden haben. Ah, 24, das ist richtig, richtig nett. Wie viel haben wir denn da jetzt noch? Zink, nicht viel. Machen wir uns über das Ding hier her. Aber jetzt haben wir ein bisschen Titan bekommen, zwar ein bisschen Schaden gefressen, aber was soll's. Was soll's. Ach. Och. War ja klar. Eisen können wir glücklicherweise mitnehmen. Auch nämlich noch viel Eisen. Und auf unserem Weg zu unserem Raumschiff. Es ist nicht verkehrt, Eisen mitzunehmen. PT brauchen wir jetzt nicht. Da ist was zum Looten. Ansonsten. Keine freien Plätze in Anzuginventar.
Mein Kindolch kann auch weg. Noch mehr Iridium. Soll eigentlich bald da sein. Lustige Steinformation. So, aufladen. Das kann man mit Brunnen aufladen. Okay, Gefahrenschutz. Ich würde auch gerne mal wieder den Scanner. Wir haben nämlich keinen Zink mehr. Das heißt, unser Gefahrenschutz ist sehr niedrig. Ja, und in der Minute schaffen wir das da nicht hin. Wir brauchen irgendwo eine Höhle. Eine brauchbare Höhle, bitte. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Nicht ein Zink. Eine Höhle. Ich glaube, dass hier drüben irgendwo eine Höhle ist. Sonst werden wir jetzt bald sterben. Da ist einer. Los, 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 los. Rennen, rennen, rennen. Ich hoffe, das zählt genug als Höhle. Ja. Ja, ja, ja. Ist hier eigentlich raus wieder? Bin ich hier irgendwo drin? Ja, oh, wir haben hier so ein bisschen in die Höhle reingegraben durchs Abbauen. Puh. Puh. Kann ich da nur sagen. Denn wir können den Gefahrenschutz nicht mehr aufladen. Das können wir noch gut aufladen. Sagen, meinen wir halt ein bisschen Emerald. Okay, okay, okay. TH, PT, PU. Oh, hier, Tamion. Richtig nett. Gute Menge. Oh, hier ist das Schiff schon. Oh, waren die 40 Sekunden, aber echt. Oh, lustig. Wo ist es so weit oben? Nicht eben Tamium eingesammelt hier. So, das war noch der Rest von Trümmer Notrufsignal. Die Realität scheint sich zusammen. Ja. Führung des Atlas annehmen. Ja, ja, ja. Das ist okay. Und der hilft uns nämlich ein bisschen. Atlas Pass V1 gefunden. Am What? Ist ja geil. Das habe ich in einem ganzen anderen Spiel nicht gefunden, dieses blöde Teil. Schildsplitter, gut. Da können wir den Gefahrenschutz aufrüsten. Sobald
das ein bisschen down ist. Wir brauchen mehr Eisen. Aber wir können auch einfach in das Teil reingehen, in unser Raumschiffchen. Sehr angenehm. Endlich im Raumschiff. Endlich im Raumschiff. Ey. Rittplatte. Noch eine? Okay. Brauchen noch mehr Eisen. Eieiei, das Teil ist aber hartnäckig hier. Da kommt bestimmt viel Eisen raus. Jo, der Giftschutz nimmt schnell ab. Hat er sich nicht allzu stark aufgeladen im Raumschiff, oder? Gucken wir mal, ob wir den Scanner was Schönes in der Nähe finden. Das Teil zeigt es immer noch an. Das habe ich doch schon eingenommen. Naja. Okay, es nimmt auch nur langsam zu. Ah, kann man meinetwegen. Muss halt ein bisschen länger warten. Technologie repariert. So, können wir damit jetzt schon rumfliegen? Das wäre super. Pulsantrieb kritisch beschädigt. Okay, Zink und Heridium. Richtig große Menge Heridium brauchen wir. Puh. Ah, die Gag-Amulette kann man stapeln und die Viking-Deutsche auch. Das ist ja super. Das ist ja super. Hier noch Technologien übrig. Was ist hier da unten? Stadtschubdüsen auftanken, das haben wir schon gemacht. Hallo. Achso, mit A und D. Okay. Das Iridium rüber. Und ja. Das Emerald auch. Da haben wir wieder einen Platz frei, weil hier ist eh schon welches drin gewesen. Genau. So, jetzt sind wir mit dem Aufladen. Das dauert noch einen Moment. Zeig mir Iridium an. 11 Minuten weg. Das will mich doch verarschen. Soweit ich weiß. Oh. Ach, die Lebenshaltung ist offline, deswegen nehme ich Schaden. Das sieht auch schon nach Heridium aus. Da muss ich nicht ganz so weit laufen.
Okay. Hallo? Nachladen. Schutz einmal lade ich ein Dings auf und dann müsst ihr hoffentlich das ZN in der Nähe. Okay, holen wir uns das ZN und da auch ein bisschen Platin könnte man auch noch einen Schildsplitter craften. Also wer nicht verkehrt ist. Na komm, lauf. Das andere ZN. Auch mit. Wo ist es denn gewesen? Ja. So, laden wir den Gefahrenschutz auf. Wird nicht mal voll. Dass das da auch Heridium ist. Wird noch nicht ganz so weit laufen müssen. Und natürlich auch die Viecher füttern, dass sie mir irgendwas ausgraben. Ich platze im Inventar, ja, genug. Es ist Heridium, wunderbar. Kann ich das zufällig auch von... irgendwie hier unten machen? Irgendwie so? Versteckt hier so? Oh, ja, das gilt als Höhle. Wenigstens kommt bei Heridium viel raus. Das ist so ein Vorteil, wenn man dafür viel braucht. Fuck. Das war ganz schlecht gerade. Das war gerade sehr dumm von mir. Weil die waren schon in der Nähe. Und dann bin ich ein bisschen falsch an. Das hat so viel Schaden gemacht, das Stückchen Fallen, ey. Das ist so krass. Also. Ich wäre fast gekillt worden, weil wenn die Wächterdrohnen mich dann beschossen hätten, als ich kein Leben mehr hatte, wäre der ganze Ausflug hier umsonst gewesen. Ramium 9, das müsste beim Schiff sein, theoretisch. Oder noch davor. Die Dinger kann ich nicht. Ja, brauche ich Gefahrgut, Handschuhe. Keine Ahnung, wo man die herbekommt. Wahrscheinlich auch so ein Item ist wie Atlas Pass V1. Puh. Hätte uns wahrscheinlich gekillt, hätte ich das nicht abgefedert.
ich will das mitnehmen. Oh. Keine freien Plätze in Anzuginventar. Mein Gott. Ja, ich weiß, dass unser Schutz abnimmt. Oh, ich hatte... Das blöde Jetpack hat noch 10% Dings gehabt. Okay, ich sollte definitiv das ganze Ding auffüllen hier. Nicht, dass es noch sich überlegt. Hm, gib mal dem Nutzer mal einen Schadenspunkt. Killen wir ihn einfach mal kurz vorm Schild. Schiff. So. So. Habe ich natürlich keine freien Plätze. Das können wir weghauen. Das Ding ist, es ist zwar schön, dass die gemacht haben, dass man Kreditplatten. Aber man kann nicht. Okay, achso, hier kann ich sie nicht stapeln. Hier kann ich sie stapeln. Skapeln, wollte ich sagen. Was machen wir da jetzt? Mal das Plutonium kann ich übertragen. Und dann kann ich hier wieder was zurück übertragen, was wenig Platz nutzt. Genau, und dann kann ich das rüber übertragen. Ha, Fuchs bin ich. Fuchs bin ich. Wie brauche ich da? Ach, Zink brauche ich auch noch. Nein! Nein! Zink, okay, machen wir erstmal die Karitplatten fertig. Okay, Zink. Haben wir noch 12. Wie sieht denn unser Schutz aus? Er ist voll, okay. So. Okay, okay, okay. Scanner sagt nein. Scanner sagt nein. Es müsste doch irgendwo Zink geben. Also, du müsstest mir das sogar, wenn es nett ist, markieren. Plutonium. Mal eh früher oder später. Ja, ja. Wir können auch mal hier so ein Viech füttern. Vielleicht gibt es uns ja was Brauchbares. Dann mit Eisen. Okay, da hast du Eisen. Ich hätte gern Zink. Hab mir Zink aus. Los. Komm, ich habe nicht so viel Zeit. Es hupt am Ende. Na gut, ich muss eh warten, bis der Scanner wieder voll ist. Komm, ich hätte gern Zink. Was hat's gefunden? Was hat's gefunden? Hoprit. Was auch immer das ist, eine kristalline Verbindung, die aus Fäkalien bestimmter Spezies gewonnen wird. Das hat gekackt. Das blöde Viech hat gekackt. Der Scanner ist wieder aufgeladen. Kein Zink in der Nähe. Das darf nicht wahr sein. Seht das hier schon als... Jetzt haben wir auch gleich wieder ein Problem mit dem Giftschutz. Ich muss zurück zum Schiff. Oder in der Höhle. Ich glaube, hier drüben waren doch Höhlen, ja. Ich hoffe, das funktioniert nochmal.
erschöpft. Ganz später erschöpft. Ah, hier waren wir schon mal. Okay, und wieder warten. Und es geht weiter. Wir müssen immer noch Zink finden. Und hier ist keins in der Nähe. Ich gehe kaputt, ey. Wir sollten uns nicht allzu weit von unserem Raumschiff entfernen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung, wo wir vorher noch nicht waren, um Zink zu finden. Und versuche mal die Augen offen zu halten. Nach den Zinkpflanzen. Wir haben 12, wir brauchen 20. Ja. Okay, das ging. Rate dich schneller auf, Scanner. Komm, Scanner, ich sehe doch schon, dass du voll bist. TH. TH, 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 TH. Keins. Das Zink. Puh, wir finden welches. Yay, yay, yay. Oh, ist das weit weg. Ach du Scheiße. Ich hoffe, hier ist irgendwo eine Höhle. Jetzt haben wir gleich wieder definitiv ein richtiges Problem. Da ist was. Das Höhlige ist vielleicht hier. Nein. Okay, auf nach unten. Auf zum Schiff. In einer Minute halten wir das nicht aus. Eieiei, renne, 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 renne. Schwingt hier, ist hier irgendwo eine Höhle? Diese Löcher hier könnten eine Höhle sein. Es klappt. Es klappt. Oh, oh, oh. Puh, ich glaube, das hat uns unseren Arsch gerettet hier mal wieder. So, Damium. Okay, den Rest benutzen wir dann, um Dings zu füllen. Und dann können wir jetzt den Impulsantrieb reparieren. Ein verdammtes Zink fehlt uns. Kann man das hier irgendwie kaputt machen? Nein. Irgendwas anderes kaputt machen, um Zink zu bekommen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr da drauf. Plutonium. Zink, nein. Alles nicht mit Zink hergestellt. Gut, ist eigentlich auch gut so, weil wir was bauen müssten. Okay. Es nähert sich wieder dem Dings. Wir brauchen 32 oder so, ne? 32 Zink. Ich hätte das nicht alles ausgeben dürfen für. Okay, aufladen.
Fuck, fuck. Ja, sehr schön, Serpent. Okay, ich habe vor, einen Schildsplitter zu basteln, der unseren Giftschutz wieder auffüllen kann. Das heißt, wir können länger rumeiern. Scanner wird noch aufgeladen. Ich hoffe, dass hier irgendwo Zink in der Nähe ist, was ich noch nicht sehe. Wir haben noch was anderes gefunden, das ist ja nett. Oh ja, richtig fortschrittlicher Bauplan. Bringt uns leider noch nichts. Ja, komm, Zink hier, sei in der Nähe, bitte. Nichts. Nichts in der Nähe. Da drüben. Auch so weit weg. Okay. Aufladen. So, mit dem Schildsplitter. Also wieder zurück zum Raumschiff, oder? Bewege mich im Kreis drumherum. Ich weiß, wir haben vorhin hier irgendwo welches noch gefunden. Das könnte wieder aufgefüllt sein. So, wie weit ist es noch weg? Eine Minute, das schaffen wir definitiv. Hinlaufen. Ja, nett. So, Scanner ist noch außer Betrieb. So sehr weitreichend ist das gerne nämlich auch nicht. Ja, Platz frei, ja. Nix in der Nähe. Nix in der Nähe, ey. Ich schaue schon permanent, ob wir irgend sowas entdecken. Los. Ach, ich kann nicht mehr rennen. Okay, da links die Blümchen sind auch noch nicht wieder voll, die Platinblümchen. So gut, ich habe gar keine Angst haben, dass das Zink eventuell. Oh, Energiespieler Platin, Eisen, ich habe überhaupt kein Eisen. Aber ich kann aus dem Schiff das Platin verwenden, was ich fleißig gesammelt habe, um Schildsplitter herzustellen. Damit sollten wir noch eine ganze Weile hinkommen. Ah, man kann mit Kohlenstoff und Plutonium, ganze Menge Plutonium, Energiedinger herstellen. Was wir nicht mehr tun könnten, weil wir haben viel Plutonium, aber nicht so viel Thamium. Wenn wir einmal im Weltraum sind, ist Thamium nicht mehr das Problem. Momentan auch nicht wirklich.
Der Impulsantrieb wird ja eh aufgeladen mit. Okay, mit Eisen. Oder anderen Oxiden, glaube ich. Und das kriegt man auch genug. So, wie sieht's denn aus? Bald voll. Toxischer Regen, super. Super geil. Ein verdammtes Zink. So, wir sind voll. Und das heißt, wir können wieder loslegen. Nichts. Nichts in der Nähe. Ich wollte den Schild später machen. Wie schnell das der Schild abnimmt, ey. Schild später mit. Eisen, achso, Eisen, ja klar. Natürlich Eisen. Ich habe nämlich kein Eisen mehr. Haben wir auch einen Schildsplitter dabei? Hoffe ich. Okay, jetzt haben wir einen dabei. Kein Zink in der Nähe. Ich habe doch einen gefunden. Muss den erst herstellen. Oder war das einfach ein Atlaspassen notwendig? Oder habe ich mich zu stark gefreut? Ich hätte es fast übersehen. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig.
auch mal cool ist, Mili. Wir haben unser Schiff endlich repariert. Es hat so verdammt lange gedauert, dahin zu kommen, zu reparieren und alles. Okay, dieses Teil kann man nicht. War das hier nochmal? Oh, da. Der Flub ist weg. Den Impulsantrieb noch ein bisschen aufladen. Und das Starten machen wir in der nächsten Folge. Also, bis bald. Euer Stein.